Frage wäre, wo leben keine Bakterien? Und da haben sich die Mikrobiologen natürlich auch überlegt, und wo würdet ihr suchen, wenn ihr irgendetwas sucht, wo es keine Bakterien gibt? Ja, vielleicht eine Frage. Ja, wo würdest du suchen? In Kanada. Und warum? Und warum? Ja? Das Wasser ist so heiß. Also das ist, ich super Antwort. Also ich hätte genau auch da gesucht. Ich hätte gesagt, also wenn ihr zu Hause ein Ei kocht, dann wärmt ihr Wasser auf, bis es 100 Grad heiß ist. Und wenn ihr da mal den Finger reingehalten habt, dann wisst ihr, nicht gut. 100 Grad warmes Wasser ist extrem lebensfeindlich. Man hat gedacht, in 100 Grad warmem Wasser kann es kein Leben geben. Dann ist man in diese heißen Quellen, genau, im Yellowstone, ist nicht in Kanada, ist in Amerika, in den USA, und hat gesagt, wir sind sicher, da gibt es kein Leben. Und was hat man gefunden? Bakterien hat man gefunden. Man nennt die Thermophile, das heißt, die sind hitzeliebend, die sind ein bisschen verschrumpfelt, das seht ihr, diese Sulfoloben, aber die sind da ziemlich glücklich bei diesen 100 Grad. Und dann haben die Mikrobiologen aufgegeben und gesagt, okay, wir akzeptieren das, Bakterien sind überall. Okay? Also, das Nächste, was ihr euch merken müsst, bei der Prüfung, oder? Übernächste Woche haben wir Prüfung, dann frage ich euch das, wo gibt es Bakterien? Dann müsst ihr das, nur ein Witz, nur ein Witz. So, also es gibt überall Bakterien und deshalb ist es keine Überraschung, dass es auf dem Menschen und im Menschen ebenfalls Bakterien gibt. Und jetzt ein paar Fakten zum Menschen. Die Menschen, die kommen eigentlich ohne Bakterien auf die Welt. Das heißt, wenn so ein Baby hier geboren wird, das seht ihr da ganz links, dann ist es ganz steril. Man nennt das steril. Es hat keine Bakterien auf sich oder in seinem Körper. Das heißt, wenn sie in der Mutter drin ist, in der Plazenta, im Bauch, da gibt es keine Bakterien drin. Aber in dem Moment, wo es auf die Welt kommt und unmittelbar danach, wird es richtiggehend besiedelt von ganz vielen Bakterien. Also Besiedelung während und nach der Geburt. Und ich, mein Körper, das steht hier auch, in meinem Körper gibt es 100 Billionen Bakterien. Eine unvorstellbar große Zahl. Und wenn man das mal aufrechnet mit all den menschlichen Zellen, dann sieht man, dass es, steht hier auch, es gibt 4 bis 5 Mal mehr Bakterienzellen in einem menschlichen Körper als menschliche Zellen. Ist das nicht verrückt? Jetzt haben wir gedacht, ich habe immer gedacht, ich bin ein Mensch. Aber das meiste von meinen Zellen sind nicht menschliche Zellen, sondern Bakterienzellen. Das ist doch ziemlich crazy, oder? Aber die Bakterienzellen sind eben sehr klein. Die sind viel kleiner als die menschlichen Zellen. Und deshalb steht hier auch, bei einem Erwachsenen wie mir, da hat es etwa 1 bis 2 Kilogramm Bakterien drin. Also geht mal zu Hause an den Kühlschrank, öffnet den, nehmt 1 Liter Milch raus, hält den so, dann wisst ihr, wie viel Gewicht an Bakterien in einem menschlichen Körper etwa drin sind. Also ziemlich viel. 80 Kilogramm bin ich schwer. 1 Kilogramm von diesen 80 Kilogramm sind Bakterien. Und jetzt, wo sind die? Nein, erst einmal, wo kommen die überhaupt her? Wo kommen die? Ich habe gesagt, wenn wir geboren werden, haben wir keine Bakterien. Wo kommen die her? Man weiß, die kommen von der Familie, vor allem von der Mutter. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr geboren worden seid, habt ihr so quasi die Bakterien von eurer Mutter mitgeerbt. Ihr werdet so quasi beimpft. Man weiß auch, dass Familienmitglieder, also enge Familienmitglieder, haben sehr ähnliche Bakterien wie ihr zum Beispiel. Also wenn irgendjemand von euch, wenn wir alle Bakterien zählen würden und bestimmen würden, dann würdet ihr finden, dass ihr wahrscheinlich sehr ähnliche Bakterien habt wie eure Brüder und Schwester oder Eltern. Okay? Das heißt, man stellt sich das so ein bisschen so vor, die Kinder kommen auf die Welt und dann kommt diese ganze Lawine von Bakterien und besiedelt diese Menschen neu. Ja, gut. Jetzt die nächste Frage, wo sind die? Wo finden wir sie? Und eine Sache, wo die sind, das wisst ihr ganz genau, hier. Ja. Wenn ihr mal 2 Tage die Zähne nicht geputzt habt, dann mit der Zunge so über die Zähne fährt, dann merkt ihr, da hat es so eine Schicht drauf. Puh.
nicht sehr und stinkt auch ein bisschen. Und das sind die Bakterien. Und wir wissen, die Zähne, die werden ständig besiedelt von Bakterien. Und jeden Tag dreimal putzen wir die weg. Warum putzen wir die weg? Weil wenn wir sie nicht wegputzen, dann machen die Säure, der Säure, der zerstörten Zahnschmelz, wir kriegen Löcher, müssen zum Zahnarzt, tut weh und kostet viel. Eure Eltern sind nicht glücklich. Deshalb dreimal im Tag Zähne putzen. Wegen den Bakterien, die wachsen da drauf. Und dann, wo hat sie noch? Auf der Haut, hier sieht man eine Oberfläche der Haut, auch mit dem Mikroskop. Und da seht ihr diese roten, das sind Hautbakterien. Wenn ihr zu Hause eure Hände wascht, gut Seife nehmt oder vielleicht in den letzten 2 Jahren, schwierige Zeit, Covid-Pandemie, und ihr habt sicher viel von diesem Desinfektionsmittel auf die Hände gestrichen, damit man keine Viren überträgt. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr alle Bakterien abtöten auf der Haut. Aber nach ein paar Stunden sind die alle wieder da. Die sind sehr treu. Das sind sehr, sehr treue Besiedler von eurer Haut. Die bleiben da. Und die nützen euch. Die schaden euch nicht. Und das werden wir gleich anschauen. Aber die weitaus meisten Bakterien leben nicht auf der Haut und nicht auf den Zähnen, sondern die leben im Innern von unserem Körper, in unserem Verdauungssystem, im Darm. Da leben sie, genau da mittendrin. Vielleicht wisst ihr das, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann geht das zuerst durch den Magen, dann durch den Dünndarm. Der Dünndarm übrigens ist ein 8 Meter langer Schlauch. 8 Meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeder von euch hat einen 8 Meter langen Schlauch im Bauch. Das ist der Dünndarm. Da werden Nährstoffe aufgenommen und im Blut verteilt. Und nachher kommt der Dickdarm. Das ist ein kürzeres Ding, viel kürzer, aber viel dicker. Darum heißt der Dickdarm. Die meisten Bakterien leben im Dickdarm, ganz unten. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wer da drin ist, wie machen wir das? Also wir brauchen ein Mikroskop, sonst sehen wir die ja gar nicht, oder? Ganz einfach, wir gehen auf die Toilette. Wir machen, was wir immer machen auf der Toilette. Und dann nehmen wir so ein bisschen von diesem stinkenden Zeug und wir tun das unter das Mikroskop. Und was werden wir sehen? Wir sehen, dass mehr als die Hälfte von dem, was wir jeden Tag ausscheiden, sind Bakterien. Da seht ihr noch so ein bisschen unverdautes, das sind Pflanzenfasern, die wir nicht verdauen können, die werden auch wieder ausgeschieden. Aber das meiste, was wir ausscheiden, sind jeden Tag werden da Bakterien aus unserem Körper rein. Aber immer wachsen sie wieder nach, weil wir natürlich jeden Tag dreimal Nahrung zu uns nehmen und diese Bakterien füttern, oder? Was tun sie da? Warum sind die so wichtig? Die meisten von diesen Bakterien sind unsere Freunde. Und wir tun gut daran, dass wir die Freunde, die wir haben in unserem Körper, dass wir die auch pflegen und dass wir gut zu denen schauen. Warum? Sie helfen uns nämlich beim Verdauen. Also ohne Bakterien, das geht viel schwieriger, vor allem wenn wir pflanzliche Nahrung zu uns nehmen, da brauchen wir die Bakterien. Sie liefern uns auch ganz wichtige Vitamine, die können wir nicht selber herstellen. Die können wir entweder über pflanzliche Nahrung aufnehmen oder die Bakterien in unserem Bauch, die machen die für uns und wir können die aufnehmen. Jetzt kommt wirklich verrücktes Zeug, die beeinflussen unseren Appetit. Die Forschung hat herausgefunden, wenn wir die Bakterienzusammensetzung verändern im Darm, dann essen wir viel mehr. Wir werden dick. Und das ist, weil wir nicht mehr realisieren, dass wir eigentlich genug gegessen haben. Die Bakterien signalisieren uns nämlich, dass eigentlich jetzt langsam genug ist. Und deshalb steuern sie auch unser Körpergewicht. Man weiß, wenn diese Zusammensetzung hier im Darm der Bakterien sich verändert, bei vielen übergewichtigen Menschen, die haben völlig andere Bakterien im Darm. Noch wichtiger, sie schützen uns vor Krankheitserregern. Jetzt muss ich sagen, dass nicht alle Bakterien unsere Freunde sind. Leider, leider. Es gibt diese da unten, das sind ein paar ganz böse Kerle. Und die können uns ziemlich, ziemlich schwer krank machen. Jetzt,
Die Bakterien, die wir auf unserer Haut oder im Darm haben, die schützen uns von diesen, weil sie sagen, stopp, stopp, das ist Territorium, das ist bereits besetzt. Ich bin hier und du bleibst draußen. Und so helfen sie uns, dass wir nicht krank werden. Unsere eigenen Bakterien tun das. Und jetzt noch verrückter, die trainieren sogar unser Immunsystem. Vielleicht wisst ihr, was Immunsystem ist, vielleicht habt ihr schon mal gehört. Ich kann euch sagen, was Immunsystem ist. Gibt es Zellen, die patrouillieren unseren Körper ständig und die suchen sich Eindringlinge und wenn sie jemanden gefunden haben, dann werden sie den sofort entfernen. Sie fressen den einfach auf. Und ich habe einen kleinen Film mitgebracht, hier ebenfalls. Was wir hier sehen, ist Blut von einem Menschen. Man sieht, da gibt es rote Blutkörperchen und ein kleines weißes Blutkörperchen, ein sogenanntes neutrophiles. Die roten Blutkörperchen, vielleicht habt ihr auch schon mal geschnitten, da kommt Blut raus, ist rot, das wisst ihr. Das ist eben wegen den roten Blutkörpern. Ganz viele rote Blutkörper, aber ein paar wenige weiße Blutkörperchen. Und jetzt seht ihr, die weißen Blutkörper, das sind die Polizisten. Da gibt es vorne ein Bakterium hier. Das ist irgendwie in diese Blutbahn gekommen. Das sollte da nicht sein. Das gehört da nicht hin. Diese weißen Blutkörper, die merken das. Die jagen das, bis sie es haben. Das versucht da irgendwie zu entkommen hier. Da ist es. Aber dieser Polizist hier, der lässt nicht locker, bis er es eingeholt hat. Und wenn er es eingeholt hat, dann frisst er es auf. Jetzt passiert es. Guck genau hin. Und ohne diese Polizisten könnten wir überhaupt nicht leben. Wir wären in ein paar Tagen wahrscheinlich an einer Infektionskrankheit bereits gestorben. Diese Immunzellen, die schützen uns enorm. Und es sind eben die, gehe ich da hier, Entschuldigung, ich muss zurück, falsche Richtung. Und es sind eben diese Bakterien, die wir im Darm haben, die dem Immunsystem so quasi sagen, das sind die Guten, das sind wir, und das sind die Bösen und die da bitte weg. Okay? Also wiederum ganz wichtig. Also. Und jetzt, jeder von euch, auch wichtig, jeder von euch wird auch geprüft an der Prüfung. Das ist lustig, das funktioniert bei meinen normalen Studenten, funktioniert das super gut. Wenn sie nicht aufpassen, und das machen sie meistens, erstens, im Gegensatz zu euch kommen sie zu spät rein, oder? Dann gehen sie ganz nach hinten alle und dann sitzen sie da, lesen Zeitung oder sie machen irgendwas. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt die Aufmerksamkeit von meinen Studenten ein bisschen wieder haben, dann sage ich, ja, das kommt dann an der Prüfung und dann sind sie alle da. Alle, sofort. Jeder von euch hat seine ganz eigene Mischung an Bakterien im Körper. Das heißt, wenn wir jetzt einen oder eine von euch nehmen und wir bestimmen genau, was da für Bakterien drin sind, ist das so ein bisschen wie ein Fingerabdruck. Man kann dann ganz genau rückschließen, wer das ist. Also wir haben alle unsere Mischung an Freunden in unserem Körper drin. Und das sind etwa 1000 verschiedene Bakterienarten. Jeder Mensch hat etwa 1000 verschiedene Bakterienarten. Das ist ziemlich viel. Und was man herausgefunden hat, es ist wichtig, dass das ziemlich viel verschiedene sind. Vielfalt ist extrem wichtig. Man hat herausgefunden, die Forschung hat herausgefunden, wenn man da ein paar rausnimmt, dann hat das Konsequenzen für unser Wohlbefinden, unsere Krankheiten. Wir werden eher krank, wenn wir diese Mischung nicht mehr haben. Okay? Jetzt, warum ist Vielfalt wichtig? Das verstehen wir nicht. Das verstehen wir nicht, aber ich habe gedacht, ich zeige euch ein Beispiel, um zu zeigen, warum Vielfalt in der Natur sehr oft sehr wichtig ist. Nehmen Sie zum Beispiel diesen Wald da, könnt ihr oben links hingucken. Das ist ein Wald, so ein klassischer Tannenwald, der wird gepflanzt, um möglichst viel Holz zu generieren. Und wenn der Borkenkäfer kommt oder irgendein anderer Schädling, oder wenn die Klimaerwärmung sich ein bisschen, die Temperatur ein bisschen nach oben geht, die Tannen mögen das nicht so, dann ist das System nicht stabil. Dann gehen wir sofort in einen solchen Zustand über. Wenn wir aber eine Vielfalt haben im Wald, wir haben verschiedene Bäume, die haben verschiedene Eigenschaften. Und jetzt haben wir diese gleiche Störung. Borkenkäfer kommt. Ja gut, dann kommt da halt der Borkenkäfer. Die eine Tanne, die ist jetzt weg. Hä? Aber ihr seht, das ganze System ist stabil. Vielfalt ist enorm wichtig. Und genauso ist es bei den Bakterien auch. Unsere Bakterien,
die brauchen euren Schutz, eure Bakterien brauchen euren Schutz. Und jetzt werdet ihr natürlich fragen, ja, wie kann ich denn meine Bakterien schützen? In meinem Darm vor allem. Mega viel essen. Ja, da kommen wir gerade. Das ist nicht so schlecht, aber es geht so ein bisschen in die falsche Richtung. Aber essen, das ist schon mal gut. Also, was kann diese Balance stören? Wir wissen zum Beispiel, dass bei Kleinkindern, wenn ihr euch zu viel die Hände wascht oder zu viel duscht oder badet, ist nicht gut. Also sagt euren Eltern, waschen schon okay, aber nicht zu oft. Das ist allerdings in eurem Alter schon nicht mehr so ein großes Problem. Aber bei den Kleinkindern weiß man das. Wenn man die Kleinkinder zu oft badet, es gibt auch Leute, die sagen, Dreck ist eigentlich gut, weil Dreck trainiert das Immunsystem. Und wir glauben, dass das eben wichtig ist, damit wir die richtigen Bakterien in unseren Körper reinbringen. Also Hygiene kann schon mal gut sein. Stinken wollen wir ja nicht, oder? Aber zu viel ist auch nicht gut. Dann sich nicht bewegen, keinen Sport machen, ist ganz schlecht für unsere Freunde. Nicht gut. Also dieser Lebensstil hier, auf dem Sofa rumliegen, Popcorn essen und Fernsehen gucken, nur das, nicht gut. Es gibt bestimmte Medikamente, Antibiotika, wenn man die zu früh im Leben nimmt, vor allem wieder bei ganz kleinen Kindern, die sollten eigentlich keine Antibiotika nehmen, weil die sind in diesem Stadium, wo sie die Bakterien einsammeln und die Antibiotika, die können natürlich diese Bakterien abtöten und das ist nicht gut. Oder jetzt kommt's da vorne, der Herr auf dem Rollbrett. Ja, wir reden jetzt miteinander. Viel essen. Ja, genau. Aber ich glaube, es geht nicht um die Menge, oder? Viel essen ist schon okay. Zu viel ist auch nicht gut, dann werden wir dick. Aber es geht darum, was wir essen. Und man weiß, wenn wir uns einseitig ernähren, das ist für unsere kleinen Freunde in unserem Verdauungssystem ganz schlecht. Wenn ihr also nur das Zeug hier, fettiges Zeug, viel Zucker, ganz schlecht. Ich sage euch, warum das schlecht ist. Weil ich meine, alle Eltern sagen jetzt nicht schon wieder das. Esst mal ein bisschen was anderes. Zum Beispiel das. Und das kommt, ich weiß es, ich habe auch drei Kinder, das kommt bei meinen Kindern, kam das nie gut an, wenn ich gesagt habe, Gemüse bitte. Da haben sie gesagt, das mag ich nicht, aber ich erkläre euch, warum das wichtig ist. Ich habe gesagt, ihr habt einen Schlauch im Bauch, 8 Meter lang, das ist der Dünndarm. Und hinter dem Dünndarm kommt der Dickdarm, ganz kurzer Schlauch. Die meisten Bakterien, die meisten Freunde von euch, die sitzen da hinten im Dickdarm, wahnsinnig viele. Vorne im Dünndarm gibt es fast keine. Und jetzt müsst ihr überlegen, ihr müsst ja diesen Bakterien hinten im Dickdarm etwas zu essen geben. Wenn ihr aber nur Zucker esst oder nur fettiges Zeug esst, das wird alles in diesem langen Schlauch, in diesen 8 Metern, wird das sofort vom Körper aufgenommen. Und hinten, da wo eure Freunde sitzen, da kommt nichts mehr an. Die einzige Möglichkeit, um eure Freunde zu füttern, ist Gemüse, Salat, Früchte. Weil die Pflanzenfasern, die sind sehr schwierig zu verdauen. Die gehen durch diesen 8 Meter langen Schlauch durch und kommen praktisch unverdaut hinten bei euren Freunden an. Und wenn ihr die nicht füttert, dann gehen die weg. Also, als ich klein war, mochte ich Brokkoli auch nicht unbedingt so gut. Aber Pflanzen essen, das ist etwas, für den Menschen extrem wichtig ist. Und sonst passiert eben, da steht's, Früchte und Gemüse. Sonst passiert eben Folgendes. Ich habe das in dieser Animation kurz gezeigt. Ihr seht, da geht nacheinander geht da Vielfalt verloren. Die gehen weg. Und es werden immer weniger. Und die Forschung weiß, wenn es immer weniger werden, dann geht es uns nicht besser, sondern es geht uns schlechter. Okay. Also, da vorne nochmals, Rollbrettfahrer, schon wieder er, passt nicht auf. Ich würde es bei meinen Studenten sagen, kommt dann an der Prüfung, oder? Passt nicht auf. Es geht nicht darum, mehr zu essen, sondern mehr Brokkoli zu essen, oder? Magst du Brokkoli? Eben nicht, hä? Man schon denkt. Gut, also. Ich kann das Ganze zusammenfassen. Ganz kurz. Wir haben eigentlich in unserem Körper und auf unserem, ich habe überhaupt noch nicht über die Haut geredet. Auf der Haut gibt es ganz viele Bakterien auch, nicht so viele wie im Darm. Und die sind ebenfalls extrem wichtig. Wir wissen, dass wenn die Hautbakterien weggehen, dass wir öfters an
Ekzemen, zum Beispiel Hautausschlägen leiden, weil die Hautbakterien, die wir haben, und das Gute ist ja, dass wenn wir uns waschen, die kommen alle wieder zurück. Das ist super, oder? Und die schützen uns vor anderen Keimen, zum Beispiel Pilzen, die es auf der Haut ebenfalls gut mögen. Also auch da, es ist wichtig, dass wir diese Bakterien haben. Jeder von euch hat seinen ganz persönlichen Mix von Freunden. Also bitte gebt Sorg zu euren Freunden, weil die sind wichtig. Nicht nur jetzt als Kind, auch später, wenn ihr erwachsen seid. Und ihr seht da, das ist aus einer wissenschaftlichen Publikation. Die Wissenschaftler glauben, dass diese Bakterien so wie eine Schutzdecke sind, ein Schutzschild für unseren Körper. Und der schützt uns unter anderem gegen eine ganze Reihe von Krankheiten. Ich muss euch noch ein letztes sagen. Der Grund, warum Bakterien zwar klein, aber super smart sind, die sind wirklich super smart. Das habe ich eben gelernt. Ich forsche seit 45 Jahren, bald, sagen wir 40, mit Bakterien. Und der Grund, warum die so smart sind, ist, weil die schon so lange da sind. Der Planet Erde, der wurde geboren vor 4,5 Milliarden Jahren. Also unser Planet ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Der Mensch ist gerade mal 500.000 Jahre alt. Also wenn man die ganze Geschichte der Erde in einem Tag zusammenrechnet, 24 Stunden Erdgeschichte, dann kam der Mensch ein paar Sekunden vor Mitternacht auf der Erde an. Fast ganz zuletzt. Das heißt, wir sind extrem jung. Die Bakterien, die kamen bereits um 4 Uhr morgens. Das heißt, wenn die Erde Mitternacht geboren ist, um 4 Uhr kamen die Bakterien. Das heißt, die gibt es seit 3,5 Milliarden Jahren, gibt es Bakterien. Die hatten wahnsinnig viel Zeit, um wahnsinnig clever zu werden. Und das sind sie auch. Wir sehen sie zwar nicht, aber sie sind da und sie sind extrem wichtig für uns. Und ihr könnt ganz viel dafür tun, dass die da bleiben. Viel Sport, gesunde Ernährung und eben nicht 3-mal duschen im Tag. Vielen Dank.